Im Reich der Pflanzen. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben schon Mittag. Ich habe tatsächlich bis Mittag heute geschlafen. Unglaublich. Und als ich wach wurde, war ich so kaputt. Mir tat alles weh. So, egal. Es geht heute trotzdem weiter, denn es gibt immer irgendwas Schönes. Nicht irgendwas, sondern es gibt immer etwas Schönes zu sehen und zu berichten. Wie sieht denn die Südseepalme aus? So schaut sie jetzt aus. Ich zeige mal kurz zwei verschiedene Aufnahmen, die ich heute Morgen gemacht habe. Und morgen muss ich erst eine Tochter von uns zur Schule fahren, beziehungsweise zum Busbahnhof. Und dann hatte ich das schon mal gemacht, bevor ich dann wieder ins Bett gekrabbelt bin. Und ja, sie sieht wunderschön aus, richtig kräftig, in der Selbstbewässerung tatsächlich ganz einfach zu pflegen. Interessanterweise, morgens ist sie mal aufgerichtet und tagsüber richtet sie die Blätter mehr oder weniger nach unten, so wie wir das jetzt etwa sehen können, je nachdem ich das jetzt zusammengeschnitten habe. Ey, schon eine interessante Erscheinung tatsächlich bei der Südseepalme, wie sie so reagiert. In der Nacht klappt sie die Blätter nach oben und am Tage nach unten gesenkt in dem Sinne. Sieht aber schon mega cool aus. Ja, ist so wie es ist. Die steht hier bei 400 bis 500. Ich messe mal eben nach. Muss ein bisschen vorsichtig sein, ich runterschmeiße wieder, ne? Weiß Bescheid. Kennen wir ja schon. So, das ist eine Jeanshose von unserer kleinsten Tochter. Pass mal auf, dann gucken wir da mal eben rein, was da drin ist, damit wir auch Gewissheit haben. Auch hier ist mittlerweile Eisen mit drin tatsächlich und seitdem läuft es auch hier wieder besser. Zwischenzeitlich hat sie mal so ein bisschen rumgezickt. Dann kamen wieder so ein, zwei Blätter, die nicht so, ups, jetzt habe ich ausgemacht, ein, zwei Blätter, die nicht so richtig wollten. Und nachdem ich das jetzt hier auch mit Eisen angesetzt habe, läuft es besser. Wir sind hier bei 550 Mikrosiemens. Das ist mehr oder weniger für die Insider zum Mitnehmen. Weiß Bescheid, läuft richtig gut. Viel mehr wird sie auch nicht haben dürfen, denn sie hat sehr, sehr feine Wurzeln. Wir haben noch eine, die haben wir damals zur Aussaat gebracht. Und zwar, ja, sagen wir es mal so, eine Tochter von dieser Pflanze. Ich habe noch ein paar andere. Aber die ist jetzt mit am besten gewachsen. Die werden wir heute rausnehmen aus dem mineralischen Substrat und mal in ein anderes Substrat pflanzen, um zu sehen, wie das so läuft. Ne? Denn es nutzt ja nichts, wenn wir etwas hatten, das nicht dementsprechend auch ausprobiert. Es geht hier also nicht darum, dass ich das jetzt promote in dem Sinne, sondern weil ich neugierig bin und wissen möchte, was mit diesem Substrat möglich ist, wie die Pflanzen darauf reagieren im Laufe der Zeit. Let's start it und dann schauen wir mal, wo der Weg dann dementsprechend hinführt. Ja, ich quatsch gar nicht mehr viel rum. Ich hole die Klamotten mal jetzt hin und dann schauen wir uns dann mal an, wie das so gehen kann. Oh, erstmal Akkus wechseln sich gerade. Okay, yippie-yay. Lange Zeit nicht gesehen. Heute zeige ich es mal wieder. Nach langer, langer Zeit. Und zwar unseren Drachenfruchtkaktus. Im Wasser und nicht nur das. Pass mal auf, das ist die eigentliche Pflanze damals gewesen. Dieses Stück hier, das haben wir im Wasser bewurzelt. Und irgendwie hat sich das so ergeben, dass ich ihn immer weiter rausgezogen habe aus dem Glas. Und dann dementsprechend ist das von hier ab bis hier oben, hier hinein in die Flasche alles Wurzel. Ist tatsächlich so gegeben. Gut, Wachstum ist jetzt nicht der Burner. Ding steht auch irgendwo im Dschungel zwischen den anderen Pflanzen beim Moor. Darauf kommt es mir jetzt auch nicht an, auf dieses Wachstum insgesamt, sondern einfach nur über diese über das Fantastische, dass es tatsächlich möglich ist, einen Kaktus, eine Sukkulente im Wasser zu versorgen und auch dementsprechend mit, ja, wie soll man diese Wurzeln nennen? Sind das jetzt Luftwurzeln? Es sind die Hauptwurzeln halt, die dementsprechend irgendwann mal im Wasser waren. Und ich habe das Ganze immer weiter rausgezogen. Das werden wir heute auch wieder machen. Da schauen wir gleich ein bisschen näher rein. Und hier sehen wir jetzt die Litschi, die wir vor kurzem zum Keim gebracht haben und dann hier hineingepflanzt haben. Die sieht mega interessant aus. Richtig mini-mini. Das ist aber Sorten. Ja, wie soll man es sagen? Es ist bedingt halt durch den Samen, was er hergibt. Das ist also, manchmal hast du Samen, die geben ganz große Pflanzen und manchmal hast du Samen, die geben ganz kleine Pflanzen. Das ist hier also dieses Mal echt, arg klein. Okay. Der kleine Sämling sieht aber schon mega hübsch aus, muss ich sagen. Ne, das sieht schon cool aus. Das ist, okay, müssen wir weiter beobachten. Das ist jetzt der erste. Die anderen, die sind ja noch in der Brutstation. Ich zeige mal kurz, wie das jetzt hier aussieht in den Becher. Das ist dieses Kanuma-Substrat, das wir jetzt zeitweise verwenden. Oder im Test. Ne? Wir verwenden das im Test, um mal zu gucken, wie die Pflanzen sich damit entwickeln. Im Haus insbesondere. Weil mich das einfach interessiert. Deswegen mache ich das. Nicht, um jetzt alles umzubauen oder umzustellen, sondern ich möchte wissen, was passiert denn, wenn.
Wir wollen uns ja auch weiterentwickeln in dem Sinne und dann kommen wir nicht drum herum, tatsächlich mal andere Sachen auszuprobieren. Und das ist jetzt ein Substrat, wo ich von ausgehe, dass es positive Auswirkungen haben könnte. Und von daher machen wir das einfach mal. Aber wie gesagt, wir müssen das Ganze beobachten, wie die Pflanzen sich hier dann entwickeln. Das ist also ein Langzeitprojekt mal wieder. Das können wir nicht von heute auf morgen. Müssen wir mal gucken, ne, wie es damit weitergeht. So, dann schwenken wir mal kurz hier rüber. Kann ich das so lassen? Ja, kann ich. Guck mal, das kann man so schon sehen, ne? Hier ist nämlich tatsächlich hier unten da der Wurzelansatz von der Pflanze. Ich biege das mal eben runter. Das ist schon heavy, dass das so überhaupt funktioniert. Ne? Jetzt kannst du im Hintergrund auch schon im grünen Glas hier die Wurzeln sehen. Die sind auch schon wieder bis nach unten gewachsen. Ich fahre das mal ein bisschen höher. So, noch ein Stück. Mal eben einmal kippen hier. So sieht das aus. Da hängen die Wurzeln über den Rand. Ah, die ist eine coole Sache, das sage ich dir. Auch hier, Zufallsprojekt, ganz klarer Fall. Ne? So, okay, jetzt muss ich mal gucken, ob wir es hinbekommen, denn wie gesagt, die Wurzeln sind jetzt wieder sehr tief reingewachsen hier. Ob wir ihn wieder ein bisschen weiter rausziehen oder nicht, müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, ja doch, guck mal, die wachsen also tatsächlich bis unten hin hier. Ne? Können wir das jetzt so lassen in der Einstellung? Ich zoome mal eben ein kleines Stück zurück hier und dann ziehen wir den einfach mal ein bisschen hier raus. Vorsichtig, so, das dürfte ausreichend sein. Ja, okay, so belassen wir das wieder. Warten einfach eine Zeit lang wieder ab, bis sich die Wurzeln ein bisschen etabliert haben. Wir ziehen jetzt nicht zu viele Wurzeln auf einmal raus, dann wird das nämlich nicht funktionieren. Man trocknet die Wurzeln nämlich ab und dann kann kein Wasser mehr ziehen. Die müssen jetzt mehr oder weniger verholzen in dem Sinne, könnte man glaube ich so sagen. Ne? Okay, ich sag's dir, du, was alles möglich ist im Pflanzenreich, ne, wenn man einfach mal experimentiert, da ist schon der Burner, dass das so funktioniert. Ne? Okay, aber das ist hier just for fun, einfach um zu gucken, was passiert denn wenn. Denn ich denke, das ist schon erfahrungsmäßig eine richtig coole Sache mitzunehmen, dass es funktioniert. Ne? Was man davon mitnimmt, warum, wieso, weshalb, ist eigentlich relativ unwichtig jetzt für mich hier. Aber es geht und darauf kommt es ja eigentlich dann an. Okay. Drachenfrucht. Es gibt ihn tatsächlich noch, den wir damals so oft immer wieder mal fleißig zurückgeschnitten haben, um ihn als Bonsai zu gestalten. Irgendwann bin ich davon abgegangen und habe gesagt, komm, lass einfach mal wachsen, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ja, ist mega hübsch geworden hier in der kleinen Schale. Ich lasse ihn auch immer noch wachsen. Einfach nur so, weil ich irgendwie mal die Lusten dran verloren hatte und dann, wie gesagt, lass wachsen. Wenn irgendwann Zeit ist, dann kann man immer wieder mal das Ganze neu starten, returnen, wie auch immer. Vor allem kann man auch mal beobachten jetzt, wie die Pflanze sich so entwickelt und wächst. Und vor allen Dingen, ja, ich finde sie mega hübsch jetzt mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon interessant, diese Krakenausbildung in dem Sinne. Ne? Die machen ja bei uns im Haus keine dicken Triebe. Ich hatte mal einen Trieb geschenkt bekommen, den hatte ich auch eingepflanzt, aber der ist bis heute nicht am Wachsen. Der ist so. Okay. Wir haben tatsächlich auch noch die Aussaat von damals, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben, in der Schale. Stehen jetzt allerdings draußen. Haben sehr gelitten, bedingt dadurch, weil sie nach draußen gekommen sind, haben dann auch Sonnenbrand bekommen und dann sind auch durch die Hitzephase und dann diese kalten Nächte wieder. Und ich muss mal gucken, ob ich ihn noch reinhole, aber dann muss ich ihn erst in Quarantäne nehmen. Und vor allen Dingen muss ich ihn bearbeiten, also alles rausschneiden, was kaputt gegangen ist. Aber das sieht schon interessant aus, muss ich ehrlich sagen. Das kann ich euch eigentlich nicht vorenthalten. Denn ihr wart ja, oder einige von euch waren ja damals bei der Geburt dabei. Und von daher, ja, hör mal auf, das werden wir machen. Aber nicht heute, ich muss es erst vorbereiten. Er muss in Quarantäne erstmal und dann zeige ich euch, wie das aussieht und was wir dann damit machen. In dem Sinne, ne? Okay? Ist in Ordnung? Doch, ne? Okay, mehr kann ich hierzu nicht sagen. Der wird auch bei 400 bis 500 Mikrosiemens gegossen und gedüngt in dem Sinne in einem Zuge. Nachgemessen habe ich hier noch nie. Das Restwasser läuft ja hier unten rein und verdunstet dann in dem Sinne. Müsste ich vielleicht mal nachmessen, aber weißt du was? Es läuft, wächst, ne? Einmal durchspülen, wie wir es kennen, und dann einfach wieder ganz normal weiter düngen. Okay. So kann es weitergehen. Kurzes Update unserer Babybananen, die wir vor kurzem gemeinsam hier rausgenommen haben. Das heißt, vor kurzem, noch schon länger her, mal wieder nicht draufgeschrieben, was Bescheid. Den geht es richtig gut. Auch hier bei 400 bis 500 Mikrosiemens bekommen jetzt auch das Eisen mit und das kann man denen tatsächlich ansehen. Sie haben also wirklich ein schönes, kräftiges Grün ausgebildet. Ich meine, sie waren vorher schon grün, ne, aber es ist noch grüner. Kann man das überhaupt noch feststellen? Grün, grüner am grünsten? Ja, man kann es tatsächlich. Das siehst du also augenscheinlich wirklich. So, das kurz nur als Update gezeigt hier in der Selbstbewässerung, ist eine mega coole Sache. Was hier steht, das sind die Papaya.
So, guck mal, die hat auch schon Wurzeln hier drin. Die Papaya. So, hier hatten wir nämlich einen Versuch mitgemacht mit der Papaya. Und zwar haben wir die auf 1000 Mikrosiemens aufgedüngt. Die große hatten wir bei 400 bis 500 Mikrosiemens. Um mal zu gucken, was passiert denn, wenn? Ja, was passiert denn, wenn? Also bis jetzt sieht es gut aus. Also ich werde erstmal nachmessen, was hier tatsächlich noch drin gegeben ist. Wir brauchen natürlich wenig Wasser, logischerweise, weil es sind ja noch ganz kleine Pflänzchen. Ne? Mal gucken, was jetzt hier drin ist. Ja, wir haben jetzt ja, 990 Mikrosiemens immer noch hier drin. Also, ja, am 28, nee, am 23.8. haben wir das gemacht. Am 23.8. Und ist also recht wenig Wasser verbraucht in der Zeit. Aber die Pflanzen sehen mega gut aus. Trotz alledem habe ich noch ein bisschen Bammel, das bei der Großen zu machen. Hör mal auf, ich hole uns mal näher ran. Ich habe dem Kandidaten mal, ja, enthüllt hier. Ist sonst abgedeckt, ganz klarer Fall. Das ist jetzt die große Papaya. Die sehen wir auch gleich nochmal. Ja, das heißt die große, das ist eigentlich die mittlere, ne? Ja, die steht hier bei 400 bis 500. Müssen wir gleich auch mal nachmessen, genau. Aber ist so, ne, haben wir ja damals gemacht, weiß Bescheid. Wurzel sieht mega cool aus, richtig kräftig und gesund. Ne? Auch die Pflanze wunderschön gewachsen. Mal gucken, kriegen wir das jetzt so hin? Natürlich nicht, war ja klar. Das heißt, ich mache gleich eine andere Einstellung. Also wirklich, ne, richtig schön kräftig gewachsen. Grün könnte tatsächlich auch ein bisschen dunkler sein, gehe ich jetzt mal von aus. Aber soweit läuft es schon mal. Das ist eine coole Sache. Pass mal auf. Und dann haben wir jetzt hier die Babys. Ich mal gucken, ob ich die jetzt so scharf drauf kriege. Pass mal auf. Ich versuche es jetzt mal. Ich nehme sie einfach mal raus hier. Muss mal Display drehen. Sehe ich ja gar nicht, was ich jetzt zeige. Also sie sind schon dunkler geworden, muss ich sagen. Ist tatsächlich so gegeben. Ja, zicken auch nicht so rum wie anfangs. Sie tun sich ein bisschen schwer, als Sämlinge anzuwachsen. Aber wenn sie erstmal losgehen, dann gehen die los. Schießen die richtig ab, das sage ich dir, du. Anfangs dauert das ein bisschen, ne, aber ich gehe davon aus, dass das okay sein könnte, aber ich warte noch ab. Aber wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass wir auf 1000 hier aufgedüngt haben. Das nee, ist noch zu riskant, das bei den anderen zu machen. Abwarten. Müssen gucken, wie die Wurzeln rauswachsen, wenn sie rauswachsen, ob die auch okay sind. Ne. Ich gehe auch davon aus, dass das Wurzelwachstum jetzt sehr verhalten sein wird bei diesen Sämlingen hier, weil die einfach ausreichend kriegen, vielleicht auch too much, wie auch immer, das wissen wir noch nicht. Müssen wir weiter beobachten. Auf jeden Fall eine coole Sache, dass sie leben, kräftiges Grün ausbilden, aber ich bin nach wie vor sehr vorsichtig damit. Das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant, weil das sieht hier natürlich mega cool aus. Ne? So eine schöne, kräftige Wurzel, das ist schon genial. Okay. Ich habe gerade Mittag gegessen. Die Papaya. So. Tja, was machen wir jetzt damit? Gar nichts. Wir lassen so, wie es ist. Wir haben ja vor kurzem erst eine Veränderung gemacht und zwar am 23.8. Da haben wir hier nämlich das Eisen auch mit zugeführt. Ist jetzt ungefähr so ein Stück verbraucht vor dem Wasser. Muss so weiter abwarten, wie sich das entwickelt. Ich hole mal eben raus. Hier machen wir die ganz langen Wurzeln hier ab. Denn nach Möglichkeit möchte ich jetzt nicht, dass sie sich also komplett hier drin etablieren. Ne? Die sollen schön oben im Topf wachsen. Und ja, nicht und. Warte mal, kann ich das mal eben so hinhalten hier? Ich halte mal ein bisschen fest, dass man sie mal von oben sehen kann. Ist eine schicke, ne? Richtig hübsch. Ich meine, sie hat lange gebraucht damals als kleiner Sämling. Wir haben ihn ja pikiert und das hat also wirklich lange gedauert, bis er sich hier etabliert hat und dann angefangen hat zu wachsen ordentlich. Er war ja genauso klein wie diese hier damals. Ne? Und von daher, nach dem Pikieren hat es doch recht lange gedauert. So, jetzt ist aber tatsächlich hier richtig schön fest eingewachsen. So, er bekommt jetzt wieder seine Hülle, ne, in dem Sinne. So. Und dann kann er sich weiterentwickeln. Mal gucken, was wir damit noch machen, demnächst dann dementsprechend. Ich wollte ihn erst in den neuen Raum stellen. Das mache ich jetzt aber noch nicht, weil wir erst vor kurzem einen Faktor verändert haben. Ne? Und wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir erstmal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ne? Was steht denn hier drauf? Ach, von der Diplodenia ist das noch. Okay. So, dann kommen wir jetzt zu ein paar kleinen Updates hier. Was wollte ich denn vorhin noch gemacht haben? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Irgendwas wollten wir doch noch umpflanzen. Was war das denn? Moment, wir gucken uns ein paar Kleinigkeiten an. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Oder ich gucke einfach mal nach. Jetzt weiß ich es wieder, was wir machen wollten. Hier. Die Südseepalme wollten wir umpflanzen. Umtopfen in dem Sinne. Das machen wir gleich. So, dann kommen wir jetzt zu einer Alocasia. Die Black Velvet. Macht sich mega hübsch. Steht immer noch in einem kleinen Töpfchen. Hier, da werden wir voraussichtlich eingreifen müssen. Aber ich warte erst noch ab. Sie entrollt jetzt gerade ihr nächstes Blatt, das dritte dementsprechend. Das erste, was damals herausgewachsen war,
Das hat sich runtergebogen hier in dem Sinne. Das ist einfach nach unten gebogen worden von dem zweiten Blatt, das herausgewachsen ist. Und das dritte Blatt, was jetzt herauswächst, biegt das Ganze noch mal ein Stück weiter. Auch so interessant mal zu beobachten bei dieser Alokasia jetzt dementsprechend. Kriege ich den jetzt so hier ran? Gucken. Also die sind mega hübsch, diese Blätter. Pass mal auf. Guck dir das mal an. Samtig. Richtig genial, schön kräftig, dick, fleischig in dem Sinne. Das ist eine ganz hübsche. Ja, und das neue Blatt, das wird schon ein ganz Stück größer, wie wir sehen. Nicht nur das, Moment, ich muss noch eine andere Einstellung machen, dass wir mal besser sehen können. Ich bin am Überlegen, ob wir ihn jetzt schon rausholen. Nee, jetzt nicht, sondern wenn das Blatt ausgereift ist, denke ich mal auf jeden Fall. Es gibt wunderschöne Blattzeichnungen. Und das ist also wirklich eine davon, wackelt jetzt natürlich ein bisschen. Es ist so genial, so, aber darum geht es jetzt gerade nicht, sondern es geht jetzt hier um den Bereich. Jetzt klingelt das Telefon. Weiter geht's. Andere Seite. Das war die verkehrte Seite. Hier können wir etwas sehen. Gut, wir sehen die Wurzeln, die an der Oberfläche schon sind. Der Topf wird natürlich jetzt auch recht klein. Ne? Guck mal hier, was sich da entwickelt. Ein kleines Rhizomstück, wo später mal eine neue Pflanze herauswächst. Das Baby bekommt ein Baby. Ja, so ist das bei den Alokasien. Wie gesagt, wir werden sie umtopfen, auf jeden Fall. Oh, die steht relativ locker noch drin hier, also noch nicht richtig fest eingewachsen. Da ist noch Platz drin. Wir warten weiter ab und bei gegebener Zeit, wenn es notwendig ist, dann greifen wir dementsprechend ein. Aber das ist schon cool, ne? In so einem kleinen Pöttchen. Ich halte mal kurz meinen Finger hin, dass man das sehen kann. Dass sie da drin also wunderschön großgezogen werden können. Das klappt also wunderbar. Okay. Ist aber ein bisschen schwierig, die Blätter zu zeigen, weil die alle nach oben gerichtet sind, bedingt, weil das Licht von oben kommt. So, hier haben wir jetzt eine Alokasia, das ist eine Alokasia Bambino. Eine wunderhübsche, eine richtig hübsche. Bekommt jetzt langsam Zeichnung in die Blätter rein, so langsam. Das sieht mega hübsch aus. Oh, das ist, herzlichen Dank nochmal, weiß Bescheid. So, wir sehen jetzt tatsächlich, das nächste Blatt kommt. Also es ist wirklich eine kleinwüchsige Bambino, Alokasia, die Bambino, ne? Die ist tatsächlich kleinwüchsig. Das ist so schön auch hier in der Selbstbewässerung. Klappt genial. Ich hole es mal eben raus. Also mal von oben. Na, jetzt steht das Glas im Weg. Ja, so ist das. Ne? Dass wir es mal von oben sehen können. Also wirklich eine richtig hübsche. Ne? Eine richtig hübsche. Die Alokasia Bambino. Und das in der Selbstbewässerung ist einfach nur eine mega coole Sache. Man braucht sich nicht um die Pflanzen zu kümmern. Das ist so genial. Ich sag's euch. Ah, und so einfach. Einfach, einfach. Ne? Einmal aufgedüngt das Ganze, auch hier bei 400 bis 500 und dann lassen wir es einfach wachsen. So, achso, hast du gar nicht gesehen, ne? Guck mal, mit der Eule, weiß Bescheid. So sieht das aus hier im Gurkenglas. Ein bisschen Wasser steht unten noch drin. Ja, das reicht aber auch noch längere Zeit hier aus. Okay, die Bambino. Ah, das ist wirklich eine hübsche. Alokasia Lauterbach, nein, Lauterbachiana. Ja, auch die bekommt jetzt ein neues Blatt. Wunderschön anzusehen. Haben noch ein paar andere von, die stehen aber in einem anderen Raum mittlerweile. Ja, die Pfeilblätter, mega hübsch. Ich denke mal, sie werden sich auch irgendwann mehr nach oben ausrichten, wenn sie mal irgendwo anders Licht herbekommt. Weil normalerweise sind sie also auch tatsächlich mehr so aufgerichtet in dem Sinne. Ne? Oder das kommt später noch, kann natürlich auch sein, dass es jetzt bei den Jungpflanzen so ist, weil es ist wirklich noch ein ganz kleines Baby. Die große ist wirklich groß. Also ich kann sie jetzt allerdings nicht zeigen, es steht im Badezimmer noch. Da haben wir nach wie vor noch Spinnenmilbefall, also muss ich nochmal eingreifen. Ja, ich weiß auch nicht, also irgendwie werde ich die da nicht wirklich los. Ist tatsächlich so gegeben. So, schöne Blattzeichnung, Stielzeichnung meine ich jetzt hier. Das sieht richtig herrlich aus. Also ich glaube, wir gehen noch einmal kurz in den anderen Raum rein, weil das sind doch so ein paar Sachen, die ich da auch nochmal zeigen möchte. Jetzt zum Vergleich zu dem, was wir jetzt gesehen haben. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir sie jetzt tatsächlich noch umtopfen heute. Wenn nicht, sie läuft ja nicht weg. Ne? Von daher schauen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich erstmal nach drüben und gucken da noch ein bisschen rum, was wir da so zu Gesicht bekommen. Oh, das ist schon. Die Pflanzen haben es vor allem so kleinen Töpfen, ne? Das hat geht. Die ist allerdings fest eingewurzelt hier, ne? Richtig fest. Kleine Wurzelchen kommen unten noch raus. Aber das ist noch okay. Das ist tatsächlich noch okay. So. Dann ist doch ein bisschen ruhiger. Ne? So, dann schauen wir uns zu den. Ach, guck mal, gucken wir mal hier oben. Da stehen jetzt nämlich die Orchideen. Licht passt gerade nicht, so ist aber egal.
Die Juwelorchideen, ja, sind nach wie vor richtig schön straff. Da oben steht eine Alocasia amazonica polli. Die hole ich runter, erst wenn sie ein neues Blatt bekommt. Im Moment bekommt sie keins, nein. Dann kann sie da oben ruhig noch stehen bleiben. Hier ist das Schätzchen in der Tasse. Das läuft richtig cool. Ach, guck mal, da unten kommt jetzt eine Wurzel raus, siehst du wohl. Ja, das ist eine coole Geschichte hier, das sage ich dir. Das hat so einfach funktioniert. Ein Docht haben wir nicht hier durch den Topf, sondern der Topf steht auf dem Docht dementsprechend. Ne? Und das Ganze in der Selbstverbesserung. Und man kann es an der Oberfläche sehen, die ist immer feucht hier. Tatsächlich, die ist immer feucht. Ja, so, wie gesagt, die kommen erst weg hier oder nach unten, wenn sie wieder ein neues Blatt bekommen. Sonst bleiben sie hier so stehen einfach. Ne? Das funktioniert tatsächlich. Das ist eine coole Sache. Ne? Erst wenn ein neues Blatt kommt, bekommen sie mehr Licht. Ansonsten lasse ich das so, wie das ist. Das funktioniert wirklich wunderschön. Richtig schön. So, das mal ganz kurz nur gezeigt hier als Update. Der Mamie-Apfel. Guck mal, wie schön der rauswächst. Richtig herrlich, das ist so genial. So, hier unten die drei Töpfe, die stehen hier, weil die muss ich, da muss ich die Wasserstandsanzeiger umfunktionieren, weil die auch nicht funktionieren in dem Sinne. So, jetzt könnte es hier ein bisschen gelblich werden, bedingt durch das Licht da oben, das geht nicht anders. Und ich müsste die Einstellung komplett anders machen. So, hier haben wir jetzt nämlich die Sabrina, warte mal. Und zwar, ich muss heute gießen noch, habe ich noch nicht gemacht. Hat eine wunderschöne Stilzeichnung. Die Blätter sind aber nach wie vor ein bisschen blass. Aber trotz alledem gieße ich immer 400 bis 500 rein, ne? Kontinuierlich. Also auch ohne, dass ich da meine Pause mache. Von daher warte ich da noch mit ab, bevor ich da noch irgendwas verändere. Hier bekommt die Lauterbachiane auch ein neues Blatt rausgewachsen hier. Hier haben wir die Stingray. Das ist eine wirklich wunderhübsche. Richtig hübsch. So, hier kommt ein neues Blatt. Deswegen steht hier auch hier unten bei der Alocasia amazonica polli. Also diese Alocasia, das ist schon was Schönes, ne? Das ist so herrlich. So. Gibt es hier irgendetwas Neues? Nicht wirklich. Ich müsste allerdings gießen, sehe ich gerade. Aber noch ist er straff, ne? Noch steht er straff. So, mal gucken, wie es jetzt hier drin aussieht. Boah, bis jetzt sind die Blütenknospen noch dran. Also bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich funktioniert dieses Mal. Wäre natürlich schön. Aber das Blattgrün ist nach wie vor nicht so mächtig kräftig. Ach, guck mal, hier siehst du es. Im oberen Bereich dunkelgrün, im unteren Bereich heller. Warum? Weil er hinten nicht so viel Licht bekommt von der Seite. Von der Seite bekommt er mehr Licht. Unbedingt dadurch ist das heller tatsächlich. Ne? Das können wir so auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Das ist ein älteres Blatt. Das war noch im alten Zimmer ausgereift. Deswegen ist das noch dunkelgrün. Hier oben kann man es auch sehen. Die sind auch also tatsächlich schon wesentlich heller hier. Ne? Aber wir haben ja jetzt erstmal mit Eisen die Veränderung. Von daher dünge ich hier wirklich nicht mehr. Wir könnten vielleicht jetzt tatsächlich höher gehen. Aber wir müssen erstmal abwarten, was mit der Eisenzugabe dementsprechend passiert, dass wir da nicht zu viel auf einmal verändern. Ja, die Banane. Das Blatt ist soweit ausgereift hier. Hat auch eine schöne Rotzeichnung am Rand bekommen. Und hier kann man es vielleicht schon erkennen, hier kommt bald wieder ein neues Blatt raus. Die werden jetzt also richtig groß hier drin. Alter Schwede, ey. Ja, das geht schon richtig gut ab hier. So, ansonsten die, ach, wie heißt sie jetzt? Die Pladenia. Die hatten wir hier reingepflanzt, reingetopft. Man sieht das so schlecht. Hier kann man es besser erkennen, das dunkle Grüne. Richtig kräftig grün. Schlängelt sich jetzt auch hier drumrum um den Stab. Auch hier, ja, wächst sie jetzt nach oben. Oh, da bin ich mal gespannt, ob es uns gelingt, sie auch zum Blühen zu bringen. Zum Wachsen klappt ja wunderbar, ne? Das ist eine coole Sache. Aber wenn sie uns dann auch noch hier drin blühen würde, das wäre natürlich mega schön. So, ja, wie gesagt, das ist ein bisschen Gelbstich überall hier, das kommt durch das Licht. Die sieht auch wunderbar aus, da hatte ich auch gestern Wasser nachgefüllt. Die steht auch jetzt in der Selbstbewässerung hier drin. Das klappt wunderbar, mit Wasserstandsanzeiger. Für den Fall, dass mal kein Wasser mehr drin stehen sollte, aber ich hatte erst nachgefüllt hier. Oh. Schon wieder eine Menge verbraucht, okay. Ja, hier geht doch eine Menge Wasser weg. Alter Schwede, sollte man nicht denken, ne? Ist aber so gegeben. So, ein Sternfruchtbäumchen steht hier noch bei der Mango. Der Neuaustrieb kommt so langsam. Ich habe mal kurz den Mutant-Chili gezeigt. Oh, die ist recht fest geworden hier drin. Das klappt ganz gut. Auch die Stiele sind schön kräftig geworden. Die steht ja auch hier im Anstau bei 1000 ungefähr. Guck mal, hübsch, ne? Das sieht doch hübsch aus, oder? Das ist mega hübsch. So, wie sieht das denn da drinnen aus? Kann man da was sehen? Ein bisschen, ne? Ja, nicht wirklich jetzt.
So vielleicht besser. Ja, doch, hier muss ich auch bald Wasser nachfüllen. Ja, also das ist mit der Selbstbewässerung ist eine coole Sache. Vor allem, wie gesagt, die Pflanzen sind für lange Zeit gleichmäßig versorgt. Ne? Das ist ja noch das A und O bei der ganzen Geschichte. So, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel Neues. Die Vanille habe ich schon mal ein bisschen runtergebogen hier, dass ich sie nach unten bekomme wieder. Die ist also schon mega lang hier wieder rausgewachsen. Die Jacaranda interessanterweise, ja, also ihr geht es noch gut hier drin. Wachstum hat sie aber sehr wenig interessanterweise. Gut, es steht ein bisschen absonnig hier. Aber die Blätter sehen gut aus dieses Mal. Müssen wir weiter abwarten, ne? Ich lasse einfach nur hier stehen. Ist sowieso ein Kandidat für die Tonne eigentlich gewesen, ne? Mal gucken. Ich schneide ihn immer wieder mal zurück und lasse ihn wachsen, okay. So. Dann haben wir so ein bisschen aus dem neuen Zimmer jetzt auch nochmal mitgenommen für heute. Ja, so meine Lieben, ich mache jetzt Feierabend. Ich bin schon wieder müde, ich weiß auch nicht. Ist tatsächlich so. Also, die Südseepalme werden wir dann in einem der nächsten Filme gemeinsam nochmal umtopfen und den Wurzelbereich dementsprechend anschauen und mal gucken, wie sie dann mit dem neuen Substrat im Kanuma dann dementsprechend zurechtkommt. Nee, ich sag's noch nicht, weil ich habe nämlich gedanklich schon einen Schritt jetzt, wo ich sagen könnte, das wird voraussichtlich passieren mit diesem Substrat. Aber das, da warten wir lieber ab, gucken, was passiert. Beobachten das gemeinsam weiter. Von da nicht vorgreifen, irgendwas erzählen, was vielleicht dann gar nicht tatsächlich so passiert. Aber ich mir denke, dass es passieren könnte. Also, ne, wenn du denkst, dann denkst, dann denkst, dass du denkst, ne, dass du denkst. Weißt du Bescheid? Okay. So, yippie-yay. So, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich zu komplett den Faden verloren. Ach so, in diesem Sinne, weiß Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald. Hier reicht der Platz, ich sag's dir doch. Ey, ich weiß auch nicht. Also im Moment ist, naja, wer mich kennt und schon über Jahre verfolgt, der will wahrscheinlich wissen, dass das irgendwie, ne, so kommen wird, muss, wie auch immer. Pass mal auf, dich müsste ich aber langsam mal wegstellen hier. Du kriegst mir hier zu wenig Licht, das geht dir nicht. Außerdem brauchst du auch Wasser, sehe ich gerade. Ja, ich muss jetzt auch gleich auch noch düngen. Gießen und düngen, ne? Aber ist noch okay. Ist noch okay. So, ja. Was war denn jetzt noch, Mensch? Boah, ich sagte, ich habe tausende von Gedanken im Kopf, ey. Tausende, bald kannst du sagen. Pass mal auf, kriegen wir das jetzt so hin hier? Vielleicht ein bisschen zu hell, ich versuch's einfach mal. Die Spuckpalme. Die kleine. Sie wächst tatsächlich. Auch mal kurz mitgenommen. Ja, so ist das mit den Pflanzen. Ne? Das meiste läuft, das sind so Kleinigkeiten. Mal hier, mal da, was nicht so funktioniert. Aber weißt du was, generell läuft es doch richtig genial. Ne? Die weiße Sapote ist das übrigens da hinten. So, die Lauterbach. Lauterbachianer. Mega hübsch, aber ich kriege das jetzt so nicht scharf gestellt. Also ich, komm, nimm mal dich hier. Bist sowieso die hübscheste im Moment. Ich habe die jetzt so ein bisschen tiefer gestellt, damit man die Blätter mal sehen kann, die sich noch entrollen. Die beiden, dieses hatte sich ja schon entrollt, hier kommt ja Neues raus. Ne? Die beiden tun sich ein bisschen schwerer. Ja, mal gucken. Läuft aber soweit ganz gut. Keine Flecken oder so an den Blättern. Also hat sich es auch gelohnt, hier tatsächlich ins mineralische Substrat umzupflanzen. In der Selbstbewässerung hier. Ist immer am einfachsten. Egal, kannst du mir das erzählen, was du willst. Ne? Es ist einfach am einfachsten.